beginnt in wenigen Minuten. Nehmen wir jetzt Klaus Vorbereiter. Vorbereiter, die goldene Kamera zum 43. Mal in Berlin. Wie stolz sind Sie denn darauf? Das ist eine wichtige Veranstaltung. Vor allem, wenn die goldene Kamera stattfindet, dann weiß man, nächsten Tag kommt auch die Berlinale. Also es ist immer so der Einstieg eigentlich dann auch in das große Filmfestival. Haben Sie schon viel vor nächste Woche während der Berlinale? Ist Ihr Terminkalender ausgebucht sozusagen? Das ist sowieso der Fall, aber der ist auch so immer ausgebucht. Aber der Schwerpunkt liegt dann natürlich bei der Berlinale. Wobei diesmal sind auch viele andere Veranstaltungen, auch wie Echo und andere. Das überkreuzt sich diesmal ein bisschen. Können Sie denn heute entspannen? Letztes Jahr waren Sie ja Laudator und heute eher alles in Ruhe genießen, ne? Heute kann ich aggressive Sichtwerbung machen, das ist auch sehr schön. Wer ist denn Ihr persönliches Highlight heute Abend? Na, Robert De Niro, darauf freue ich mich. Aber ich freue mich auch, dass mein Freund Alfred Biolek die goldene Kamera bekommt für sein Lebenswerk. Er hat so viel Fernsehgeschichte geschrieben, so viele neue Formate entwickelt und er hat es wirklich verdient. Haben Sie sein Programm schon gesehen, Mein Theater mit dem Fernsehen? Ja. Fanden Sie es gut? Ja. Sehr gut, also zu empfehlen. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich glaube, aber ich werde mir das angucken. Das ist immer wunderbar. Und Aftershow-Party heute auch, feiern Sie oder müssen Sie morgen wieder früh raus? Ich muss morgen wieder früh raus, aber wie lange ich feiere, weiß ich noch nicht. Mal sehen, wie lange erstmal die Veranstaltung dauert. Das ist auch nicht immer so garantiert. Mal sehen. Okay, dann wünsche ich Ihnen eine tolle Feier heute Abend. Dankeschön. Tschüss.